Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von Total War Rom 2 mit Caesar in Gallien und der Modifikation Diva der Tempera. Ich bin Executrix. Wir haben in der letzten Mission langsam unsere zweite Legion, alle deux, hierher zitiert und stehen nun kurz davor, die Thuringia zu zerschlagen. Welche uns jetzt auch schon Schwierigkeiten gemacht hatten. Jetzt können wir hier nämlich mal für die zweite Legion. Ah, die haben nicht genug Männer. Das war jetzt, glaube ich, gar nicht so schlau, die beiden Legionäre zu aufzulösen. Da kommen, da holen wir halt marianische Legionärsveteranen zu. Eine auf jeden Fall. Jo, wir stehen jetzt direkt kurz davor, Thyricum einzunehmen, um die Provinz Helvetia unser eigen zu nennen. Die Frage ist jetzt halt. Ich möchte nämlich nicht, dass einer unserer Verbündeten ihre Gravitas-Brunde hier den kommt. Es könnte eine Doppelschlacht werden mit Verbündeten streiten. Werden Sie gleich sehen. Charaktere, die Aufmerksamkeit. Euer General hat eine Regie zum Austausch. Ich weiß, ich wollte den Beatrice seinen Weg, aber ob das ein Geschenk der Götter. Ja. Jetzt anmerken. Öl. Ach, deswegen haben wir jetzt das Plus fürs Imperium gehabt. Weil wir. Söldner für Textilien. Erfahrungsrate für Einheiten. Wachstum pro Provinz. Öffentliche Ordnung. Da machen wir hier mal in allen Provinzen. Brauchen wir ebenfalls. Ab in die nächste Runde. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Die weiter. Rücken. Ja, die plündern. Und da waren annehmen. Das war der Kids. Der General und seine Männer freuen sich darüber, dass ihr bereit wart, ihr geliebtes Maskottchen zu ehren. Und die Götter freuen sich über die Wertschätzung des Geschenks. So, hier steigt die Bevölkerung. Und es wirkt sich langsam hier wohl. Wir haben ein Minus von 1. Wenn wir hier aber jetzt die Schaumboote installieren, kriege ich auch wieder ein Plus. Jetzt die zweite Legion. Nein, ist sie nicht. Wir greifen an. Und zwar, da es blöd ist und ich hier gerade eine neue rekrutiert habe, können wir jetzt die Außenarmee angreifen und dann den Ort stürmen. Genau. Er hat mir jetzt in die Hände gespielt. Die KI hat jetzt die Armee, das war nicht schlau, abgezogen, weil er ja einen Angriff zu erwarten war, um der angreifenden Armee in den Rücken zu fallen.
aber hat noch gleichzeitig eine neue Armee aufgestellt, weil wir das Geld dafür gehabt haben. Das Problem ist, er hat den Ort geräumt, die Garnison ist drin, das Räumen ja als praktisch, da hat man ja quasi ohne Armee. Und die Erfahrene steht jetzt im Hinterland, die kann nicht eingreifen in den Kampf. Was der Vorteil für mich ist. So, die erste Stimme hier hin, ganz vorn. Die gleich wissen, was Sache ist. Bogenschützen hier hin. Ionien Katapulte ebenfalls an diese Stelle, als andere Gruppe 4. So. Den hier als Gruppe 2 hier hin. Komm, dann nehmen wir das hier 5. Das hier 4. Das hier als Gruppe 3. Die 2, die haben wir hier. Legaten haben wir hier. Sehr schön. Ihr bleibt im Defensivmodus. Schön die Stellung halten. Nähert sich feindliche Unterstützung. Unser General wird angegriffen. Schon, diese Armee, wo er hier aufgestellt hat, die ist definitiv dem Untergang geweiht. Sind natürlich wieder schöne. Schön. Zu euren Diensten. Auxiliaren. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Eine Einheit schon in der Infanterie. Unsere
Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Aber sich da auch gegenseitig mit. Schlag mich tot. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh, die hören sich gleich schon mal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ebenfalls drauf. Wurden auseinandergebrochen. Das ist vielleicht die Infanterie gegen das Schwere. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ah, Mist, kommt schon ein Haufen. Schade.
78 Verluste. Stadtbevölkerung unter Kalkos. Ah, okay, das war der General, der gestorben ist. Die haben noch 1000 Mann. Jetzt bin ich gespannt. Können wir gleich direkt angreifen? Das wäre es natürlich. Das müsste man eigentlich. Also, Stadtbevölkerung, übrig, keltische Krieger und eine Einheit Bogenschützen. Also, hallo. Kommandant. Linkische Armee. Zu euren Diensten. Einheiten habt ihr schon Erfahrung bekommen. Jo, direkt angreifen. Die Provinz komplett unten. Kampffeind beginnt sich um den Kampf aufs Feld hinaus. Noch besser. Ich werde ihn kommen lassen. Natürlich schön unter Artilleriebeschuss. Durch die Onager und die Ballisten. Danach Bogenbeschuss. Stellung. Er hat keine Chance. Hat keine Chance. Ich habe den Rat der Seher und Orakel befolgt und euch auf dieses Schlachtfeld. Nun übergebe ich. Mehr haben wir hier nicht. Machen wir Standardgeschosse. Das war's. Ja, natürlich eigentlich. Zur Verfolgung eisen zu können. Kein einziger Verlust. Unter Tasketiers. Ja, guter Mann, du warst ja auch so blöd und hast dich in der vorherigen Schlacht aufs Feld rauslocken lassen. Tja. So, wir werden die Stadt besetzen. Zu euren Diensten. Das wirkt sich natürlich wieder als auf die gesamte Provinz aus, aber bitte. So, die Steuern haben wir dann auch abgeschafft. Hier in Tiricum können wir jetzt auch ja, da gibt's Eisen. Ich glaube, hier können wir dann eine Werkstatt bauen. Das hier reißen wir ab. Das hier lassen wir stehen. Und Cäsar, ja. Die Legion hat sich hier eingelagert in der Provinz. Na komm, aber hier sind mal. Ja, der ist nicht ganz rangekommen. Also die haben jetzt sowieso ein Problem. Unter Cartoginiatus, der König der Tolingier. Ja, ja super. Liegt da jetzt Plünder noch dran. Ja, plündern die hier noch. Heiland Dunder, das will ich eigentlich nicht.
schon mal ab in die nächste Runde. Ja, ich kann noch einen weiteren erlassen, aber da passiert nicht viel. Kann der jetzt mit dem Plündern aufhören? Das geht ja mal gar nicht. Ziel erteilt. Sie können es. Ah, genau, wir haben jetzt einen Bonus bekommen. Ziel 2. Kapitel 2. Posaunt quae kia pose videntur. Sie können es, weil sie glauben, dass sie es können. Nach dem ersten Schritt liegt Gallien vor euch. Doch momentan habt ihr keine Hoffnung darauf, Anspruch darauf zu erheben. Rom muss seine Macht festigen. Ziel unterhaltet mindestens 50 Einheiten. Schatzkammer, Belohnung 6500. So. Mission erfolgreich. Gallien ist 2 geteilt. Wir haben das bekommen. Haben wir auch einen Bonus bekommen. Sehr schön. Haben wir hier jetzt wieder einen. Haben wir jetzt wieder ein Bonusziel? Ala Gallorum reformiert, Coors Galliforum reformiert. Legionäre waren die Elite der römischen Armee, aber die neue Bürger ließen sich soweit verhärmte Hauptstadt schwer finden. Es war der vorteilhafte qualitativ hochwertige Auxiliartruppen vor Ort in die Ränge aufzunehmen. So. Werdet Lehnsherr von drei Satrapien. Zahl 1. Das anfängliche Erfolg gegen die Levizier brachte die Loyalität vieler nahegelegener Stämme ein. Einige von ihnen wurden unter römischer Einfluss gebracht, bilden eine einheitliche Grenze, die Rom als Schild dienen konnte. Erforscht folgende Technologie: Legaten einstellen. Von seiner Legion zunehmend isolierter. Die unregelmäßigen Nachrichten und Vorräte aus der Hauptstadt halfen dabei, die gallische Kampagne zu formen. So, aktive Missionen, rekrutiert einen Streiter. Kann man einen Streiter rekrutieren hier bei Bekrakte? Naja. Hey, du. Hier, Agent rekrutieren. Gute Streiter. Ah, was gehört gerade nicht? Doch. Ich bin der Held. So. Wir den hier gleich. Hochpushen, Haushalt. Hey, auf öffentliche Ordnung durch Militär. ja, jetzt haben wir Winter, Gepäckzug. Die Armee hat einen Gepäckzug. Hier ist jetzt, wir sollten mit dieser Armee wirklich nur auf Straßen marschieren. Ja, jetzt haben wir Winter. Anfang Januar. 57. Ich muss gerade mal gucken. Ultimative Ziel. Haben wir eine Jahreszeit, wo wir. So, zwei Hauptziele haben wir auch schon. Ja, da haben wir nichts. Zinium. So, hier ein Tempel. Jetzt habe ich ja doch. Und zwar, dass die hier plündern wie die Blöden. Ja, und ein Ausfall würde uns Leute kosten. So, jetzt sind wir bei Plus und haben Plus von 2. So, was hat der gute Mann gemacht? Erwischt. So etwas wird dir ernst genommen. Wir werden ihn Big übergeben, denn er hat ein heidnisches Ritual. Ja. Durchgeführt, wie auch immer. So. Ja, Plus von 2. Hier können die Hilfsgruppen rekrutieren. Erstmal 2. Legion, Kurs Prima 264. Und die erste. Alla Hispa.
darum. Gucken wir gerade mal, dass wir dieses Bonusziel noch erreichen können. Mit den. Ja, was war das nochmal? Ne. Skalum und bla 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 bla. So. Bin ich ja echt mal gespannt. Ich denke mal, die werden sie. Definitiv. Zerquetschen. Markus. Ja, wenn man. Öffentliche Ordnung, Schulden zurückzahlen, politische Intrige. Das ist jetzt wieder. Hier wirklich auch. Zwei Runden. Ja, wir werden Verluste erleiden. Aber. Tja. Ich bin ein langsamer Spieler. Ich gehe damit Vorsicht. Ja, naja. Ich erwarte eure Befehle. So. Bitte die Truppe zurück zum Weg. Sobald wir da auf dem Weg sind, haben wir nämlich wieder Gepäck, Nahrungsversorgung. So. Angegriffen. So. Wir greifen an. Thuringia gemeinsam mit den Aeduin. Ist schon schwer angeschlagen, kommt und holt sie, die Hunde ist von Sparta. Die mir noch Sandalen anhaben. Muss doch kalt sein. Was ist es? Geht Ihnen Feuer! Dieses Ortes wird unser Feind eine neue Führung seiner Vorhand an Tag werfen. Und weil wir kennen ihn zusätzlich. Ausfallen. Ah, ich hatte Flottkavallerie, aber die sind ja alle auch nicht mehr.
unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dann mal die. Unser General wird angegriffen. Die sind ja alle vollkommen Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Zu euren Diensten. Ja! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, Verbündeten. Der Feind greift unseren Verbündeten an. Ich auch was machen. Das ist ein schlechtes Wetter, um halbnackt rumzulaufen. Das Armee sind dann noch knapp 20 übrig. Die Armee ist vernichtet. Habt ihr noch weitere Befehle? Bis zum Konsum. Die Legion. Jetzt hat den Griff. Und die Thulingier wurden vernichtet. Sehr schön. Unser Fortschritt wurde aufgehalten. Nahkampfabwehr für alle Einheiten. Passt das? Und wird erhöht zum Belagerungsgerät. Also sollen auch in der Lage sein zu belagern. Der Pfad ist versperrt. So. Spionin schicken wir hoch nach Germanien. Jetzt. Ich möchte euch hier vorne haben. Gehen hier rüber. Kennt ihr Lager und die Aldui bist jetzt eigentlich auch ein Feind weniger haben. Genau, jetzt haben sie gar keinen mehr. Wir haben
gerade auch keinen Feind mehr. Die Kadurchia, die mögen uns nicht, weil... Ein Abkommen. Hä? Okay. Ja, hier ist Massilia und das Gebiet dazwischen. Eigentlich sollte man hier erobern und vereinigen. Rotenia, die mögen mich auch nicht. Ja, die Expansionspolitik wird da der Schlüssel sein, oder? Ja, 32 minus. Dann machen wir mal weiter. Machtinstrument. Mein Einfluss in Rom ist groß. Ich sollte dies ausnutzen, um mit der Unterstützung der Patrizier für meine gallische Kampagne zu sichern. Rekrutierten Statthalter. Autorität. So, den müssten wir jetzt eigentlich auch rekrutieren können. Motirivorum. Haben wir hier jetzt einen. Ah, jetzt hat er wieder Nachschub. Auch er hier hat Nachschub. Sehr gut. Dann können wir hier erstmal eine zweite. Das ist prima, der zweiten ausheben. Erste Legion. Für 1000 kriegen wir mehr, sehr schön. Und 525 noch ein Erlass. Müssten wir eigentlich noch mehr kriegen. Bei jeder Provinz. Einmal hier. Einmal hier. Sehr klein. Hier wirft es auf jeden Fall was an. Hier braucht man ebenfalls Träger. 4000. 4000. Jetzt erstmal schon Sinn gemacht. Schick mal so. So. Er hilft trotzdem. Hier drin, das müssen tun werden und mach mal einen Cut und speichern auch mal ab. Schicken wir die mal weiter hier hoch. Ah, gerade ein bisschen Entdeckungsreise. Jetzt mal weitere. Ja, jetzt lassen die hier wieder Einheit Armeen rumstehen. Völliger Blödsinn. Geht es hier auf die öffentliche Ordnung? Militärpräsenz plus 2.
Das bringt den ja momentan überhaupt nichts. So, er ist drüben. Jetzt müssten wir hier eigentlich die Ala Legionare. Oder? Ich glaube, die kann ich nur hier rekrutieren. Sein, dass es hier ein bisschen geändert ist durch die Mod-Veränderung. Das ist aber sehr, sehr zu holen. Anziehungskosten. Jo. Dann euer Exekutrix. Und danke fürs Zuschauen.